Liebe Freunde der Physik, unser Leistungskurs zeigt uns heute den dritten Versuch aus der Quantenphysik, einer der wichtigsten Versuche, die wir haben. Und zwar geht es um den Wellencharakter von Elektronen. Dazu haben wir einen Versuch aufgebaut, aber bevor wir diesen Versuch durchführen, durch Marc, wird uns Sophie ein paar Informationen geben. Bitte. Sehr kleine Objekte wie Atome, Elektronen, Protonen, Neutronen oder auch Moleküle werden in der Physik oft Teilchen genannt. Häufig werden sie als kleine Kügelchen dargestellt. Sie zeigen jedoch in zahlreichen Experimenten Eigenschaften, die nicht mit dem Korpuskelmodell erklärt werden können. Insbesondere können mit Elektronen Bolgungsexperimente durchgeführt werden. So, dann kommen wir jetzt zur Experimentdurchführung. Dazu haben wir hier erstmal folgende Geräte aufgebaut. Hier ist vor uns ein Elektronenbeugungsrohr. Dann haben wir hier an der Seite das schwarze, ist eine Hochspannungsquelle bis zu 5 kV mit einer Wechselspannungsquelle mit 6 Volt und 300 mA. Dazu haben wir hier ein Ampermeter zum Ablesen der Wechselspannung. Dann haben wir hier bereits verbundenes Kabelmaterial und ein Stativ. Nun legen wir eine Spannung von 6 Volt an, bei maximal 300 mA. Nach einer gewissen Zeit leuchtet innerhalb der Glühkathode ein Strahl auf, was wir jetzt hier beobachten können. Nun legen wir die Hochspannung an. Dabei kommt die Anode an den Pluspol und die Kathode an den Minuspol. Dabei kann die Hochspannung sich variieren. Man kann dann beobachten, dass sich Beugungsringe ausbilden. Deren Radien können wir durch die Hochspannung verändern. Ja, bis hierher schon sehr schön. Wir sehen das Bild hier nochmal. Bitte die Kamera genau draufhalten. Sina, versuch doch bitte nochmal die Hochspannung zu verändern. Und Kameramann, ein bisschen runtergehen wieder oder höher. Denke mir, das ist zu sehen. Und es geht weiter, bitte. In unserem Experiment werden Elektronen in einer dünnen Kristallinfolie gebeugt. Auf dem Leuchtschirm beobachtet man dann Beugungsringe. Verändern wir die Beschleunigungsspannung, dann ändern sich die Radien der Beugungsringe auf dem Bildschirm. Der Radius der Beugungsringe hängt ab von der Geschwindigkeit und damit von der Wellenlänge der Elektronen, von der Gitterkonstante des Kristalls und vom Abstand des Schirmes vom Kristall. Es ist E mal U ist gleich 1/2 M mal V Quadrat. Dann müssen wir nach V umstellen. V Quadrat ist gleich 2 mal E mal U durch M. Und dann V ist gleich die Wurzel aus 2 mal E mal U durch M. Ja. Mit der Verkleinerung der Beschleunigungsspannung wird auch die Geschwindigkeit von E kleiner. Also, aus der De Broglie-Beziehung die Lambda gleich H durch M mal V ist, ergibt sich, dass Lambda größer wird, wenn V verringert wird. Das bedeutet, je größer Lambda ist, desto weiter liegen die Maxima auf dem Schirm auseinander. Es ist auch Lambda gleich H durch P. Dabei steht P für den Impuls, M für die Masse des Elektrons, V für die Geschwindigkeit und H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Ja, das waren die Gleichungen. Und was können wir weiterhin sagen? Der experimentelle Nachweis gelang erstmals 1927 den amerikanischen Physikern Davison und Germer bei der sie eine Beugung eines Elektronenstrahls an Kristallen
die wie ein Gitter auf die Elektronen wirken, aussehen. Ja. Und schließlich zum Ergebnis. Folglich müssen sich die Radien der Beugungsringe vergrößern, wenn man die Beschleunigungsspannung verkleinert. Unser Experiment mit einer Elektronenbeugungsröhre bestätigt die getroffene Aussage. Quantitative Untersuchungen ergeben den Zusammenhang Sinus Alpha ist gleich K mal Lambda durch 2D, der als Bragg-Beziehung bezeichnet wird. Übrigens, aus den Beugungsbildern, die man mit Elektronen erhält, lassen sich Aussagen über die Anordnung von Atomen in einem Kristall ableiten. Ja, sehr schön. Liebe Freunde der Physik, das war heute der gesamte Leistungskurs unserer Schule. Und ihr habt gesehen, dass der Versuch ganz großartig gelungen ist. Wir hoffen, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn wir uns mit dem sogenannten Frank-Hertz-Versuch, Scharina, beschäftigen. Thank you.